Jägerprüfungskurs Das Ganze von Jagdlife Media. Werden Sie Ihr eigener Ausbilder, lernen Sie ohne Stress zu Hause. Jagdlife Media Premium DVD Jägerprüfungskurs Das Ganze macht es möglich. Denn das Ganze lässt nichts aus. Nichts wird dem Zufall überlassen. Alle DVDs sind interaktiv und werden bei PC und Mac mit der Maus, bei DVD und Blu-ray Player mit der Fernbedienung gesteuert. Mit der Schaltfläche Lernen lernen Sie den Stoff auf der jeweiligen DVD. Zum Wild zählen alle frei lebenden Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Die Wildarten sind im Bundesjagdgesetz aufgelistet. Das Bundesjagdgesetz erlaubt den Bundesländern zusätzlich Tiere. Mit der Schaltfläche Nachgefragt können Sie alle Themen einer Materie einzeln aufrufen. Sie können wiederholen, nachfragen und das so oft Sie wollen. Irgendwann und irgendwie kann sie jeden einmal treffen. Die Faszination für die Jagd. Und plötzlich sieht man mit offenen Augen, was einem sonst nie auffiel. Jagd, das ist nicht nur Schießen und Töten. Jagd, das ist auch eingebunden sein in die Natur. Eingebunden in deren Schönheit und Vielfalt, mit Achtung selbst vor der kleinsten Kreatur. Sicher, auch heute dient die Jagd der Gewinnung von Lebensmitteln, also dem Wildbret, Pelzwerk oder von Jagdtrophäen. Aber auch die Bekämpfung von Tierkrankheiten oder Schädlingen gehören mit zur Jagd. Dazu kommt als wichtigste Aufgabe die Hege, also die Pflege von Wildtieren und ihrer Lebensräume. Wer in Deutschland auf die Jagd gehen will, benötigt einen gültigen Jagdschein. Diesen erhält man durch erfolgreiches Ablegen der Jägerprüfung. Die Jägerprüfung fällt in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich aus. Das liegt daran, dass jedes deutsche Bundesland sein eigenes Landesjagdgesetz hat. Das Bundesjagdgesetz ist dabei ein Rahmengesetz, welches in Deutschland das Jagdrecht regelt. Es bestimmt die jagdbaren Tiere und enthält Vorschriften zur Jagdausübung. Es regelt, wer, wann, was, wo und wie jagen darf. Dabei stellt es jedoch nur die einstweilen weiter fortgeltenden Rahmenbedingungen auf. Die vorrangige Gesetzgebungskompetenz liegt bei den einzelnen Bundesländern, festgeschrieben. Zum Wild zählen alle frei lebenden Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Die Wildarten sind im Bundesjagdgesetz. Zum Haarwild zählt das Bundesjagdgesetz Wisent. Zusätzlich zum Bundesjagdgesetz unterliegt in Niedersachsen folgendes Haarwild dem Jagdrecht: Waschbär, Marderhund. Im Jagdrecht und in der jagdlichen Praxis wird das Wild nach Haarwild und Feder
Die Ricke erkennt man an der Körperhaltung beim Nässen. Sie geht mit dem Hinterteil tief auf den Boden, während der Bock beim Nässen fast steht. Männliches Rehwild erkennt man immer am Gehörn. Selbst bei Bockkitzen sind ab September die Wulste der Rosenstöcke sichtbar. Böcke, die abgeworfen haben, erkennt man an den sichtbaren Rosenstöcken. Ricken mit Gehörn kommen sehr selten vor. Im Winter ist der Spiegel ein sicheres Erkennungsmerkmal. Beim Bock ist er nierenförmig, beim weiblichen Stück herzförmig. Der Pinsel des Bockes und die Schürze des weiblichen Wildes treten als leicht erkennbare Unterscheidungsmerkmale nur im Winter in Erscheinung. Führende Ricken erkennt man am Gesäuge. Die Altersbestimmung beim Rehwild ist schwierig. Der junge Rehbock. Junge Böcke erkennt man am dünnen, aufrecht getragenen Hals und der geraden Rückenlinie. Der Rumpf ist schlank. Der junge Rehbock hat kindliche Gesichtszüge. Ein deutlicher Absatz zwischen Hals- und Brustansatz ist zu erkennen. Welche Wasservögel zählen zur Tiergruppe der Entenvögel? Richtig. Zur Familie der Entenvögel zählen Gänse, Schwäne, Enten und Säger. Alle vier Gruppen leben überwiegend auf dem Wasser und haben zwischen den Vorderzehen Schwimmhäute, die sogenannten Ruder. Der Schnabelrand der Entenvögel ist mit zahnähnlichen Hornlamellen versehen, um damit die Nahrung aus dem Wasser zu filtern. Alle Entenvögel legen relativ große Eier, damit die nestflüchtenden Küken beim Schlüpfen schon gut entwickelt sind, um auf dem Wasser überleben zu können. Wildenten. Biologische Stellung. Richtig. Wildenten kommen in vielen verschiedenen Arten auch in Deutschland vor. Das Weibchen nennt man Ente und das Männchen Erpel. Im Gegensatz zu Gänsen und Schwänen sind bei allen Wildenten die Erpel etwas stärker und tragen ein buntes Prachtgefieder. Die unscheinbare Ente ist meist tarnfarbig grau-braun. Enten leben nur vorübergehend paarweise, ohne feste Bindung. Der Erpel beteiligt sich nie an der Aufzucht der Jungen. Man unterscheidet Schwimmenten und die Krickente. Woran erkennt man sie? Wie nennt der Jäger was bei den Enten? Das Männchen nennt der Jäger Erpel. Das Weibchen ist die Ente. Die Ente mit Küken ist ein Schof oder Geheck.
Viele Enten. Haben Sie den Lehrstoff der jeweiligen DVD begriffen? Prüfen Sie mit der Schaltfläche Prüfungstest Ihr Wissen. Und hier werden Sie merken, ob Sie für die Jägerprüfung fit sind. Was verstehen Sie unter einem Absehen? Noch einmal. Was verstehen Sie unter einem Absehen? Noch einmal. Was verstehen Sie unter einem Absehen? Richtig. Als Absehen wird die Markierung im Fernrohrbild bezeichnet, welche das Zielen mit dem Zielfernrohr einer Feuerwaffe ermöglicht. Das Absehen wird auch als Fadenkreuz bezeichnet. Jagdlife Jägerprüfungskurs, das Ganze lässt nichts aus. Mehr Ausbildung geht nicht. Ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk entsteht aus mehreren kleinen Grundflächen, die allein für einen Eigenjagdbezirk zu klein sind, also keine 75 Hektar erreichen. Ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk muss laut Bundesjagdgesetz mindestens 150 Hektar aufweisen, in den meisten Bundesländern jedoch 250 Hektar. In einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk kann die Jagdgenossenschaft das Jagdausübungsrecht verpachten oder Jäger anstellen, die für sie die Jagd ausüben. Mit Zustimmung der unteren Jagdbehörde kann sie die Jagd auch ruhen lassen. Merke, die Jagdgenossenschaft setzt sich aus den Grundstückseigentümern des Jagdbezirks zusammen, den sogenannten Jagdgenossen. Nicht zu den Jagdgenossen zählen Inhaber von Grundstücken, die nicht bejagt werden dürfen, zum Beispiel befriedete Bezirke. Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte EGMR in Straßburg vom 26. Juli 2012.